Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 2. Ja, wir sind wieder bei unseren Stammis und ja. Die haben die jetzt aus der Hütte von Bigfoot, haben die zumindest erstmal eine Dachterrasse gemacht, wo dann auch die Kinder hier mal am Puppenhaus spielen können. Dann kann man auch gerne mal in die Sterne gucken, Musik hören und entspannen und halt so ein bisschen Grünzeugs. Und unten steht ein Schlagzeug drin und ein Billard. Ja, mal gucken, was aus diesem Hütchen noch so alles wird. Auf jeden Fall muss ich noch ein Dach hinzufügen, weil das habe ich vergessen. Weil sonst wird es denen ja zu nass in der Hütte, ne? So, der Bus wartet auch schon. Dann würde ich nicht mehr länger warten. So, wir wollten dem Hund noch weiter Dingelchen geben. Also, hoppala. Ich hoffe, dass der. Ja, genau. Ok. So. Hat funktioniert. Wir wollten dem Hund auf jeden Fall noch ein paar Tricks beibringen. Es sind ja fast viele. Sind heute alle weg? Heute sind alle weg. Bis auf der Hund. Ich habe auch dem kleinen Jungen mal hier eine einen Limonadenstand gemacht. Ich denke mal, die kann man trotzdem jetzt mal wegmachen. Irgendwie sind die. Ja. Ah, Adam bringt den Müll raus. Abigail badet noch. Wie wär's, wenn du dir noch ein bisschen Spaß irgendwie holst? Ich weiß zwar nicht wie. Weil du sowieso gleich geholt wirst. Ah, nein, 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 nein. Das war eigentlich nicht der Plan. Ein aus, ein aus. So. Kann sie ein bisschen tanzen. Adam ist. Vielleicht kannst du ja mal. Ach ja, vielleicht sollten wir dem mal was anderes anziehen. Wie wär's? Vielleicht mal was. Ja. Das ist auch cool. Umziehen, Alltagskleidung. Und dann schön mal das Bett machen. Oh nee. Ah, ich glaube, Abigail muss jetzt zur Arbeit. Genau. Postboten begrüßen, okay. Bist du denn auch freundlich? Larissa Bär. Bist du ein Teenager? Sieht nicht so aus. Und Adam, wie sieht's aus? Nee, nee, du brauchst jetzt nicht wegrennen. Es ist noch nicht erledigt. Oh Gott. Bis man das alles erstmal wieder auf Vordermann gebracht hat. Dann lege ich dir die gleich mal auf Seite. Genau, und dann kannst du nämlich die Pfütze auch noch auffischen. Und wie fühlst du dich so? Du hast Hunger.
Aber ich denke mal, das wird nicht reichen, ne? Ja, da hat aber viel zu tun, der Elde. Abigail macht gemeinsam mit ein paar Kollegen Überstunden und sie beschließen, etwas zu essen zu bestellen. Abigail soll das Essen besorgen. Soll sie die üblichen Pizzas oder lieber ausgefallenes, exotisches Essen bestellen? Nehmen wir mal Pizza. Oh. Pizza, eine Instanz im Büroalltag. Die Pizza, die Abigail bestellt hat, schmeckt allerdings nur mittelmäßig und jeder isst nur ein paar Stücke. Abigail verliert etwas ihre Begeisterung für die Kochkunst, ja. Das tut mir leid. Aber das andere hätte die vielleicht nicht vertragen oder so. Aber ich hatte noch mal schnell duschen gehen. Die kleine, die Lena ist doch auch schon. Wieso kriege ich das denn nie mit? Echt interessant. So. Magst du noch ein bisschen Bass üben? Kennen wir eigentlich schon jemanden? Carmen Frisch? Guido? Rosemary? Jacobi? Lisa Bauer, Heidemarie Barakat, Violetta Joschke. Vielleicht sollten wir uns ja mal mit jemandem treffen, ne? Wie sieht's denn eigentlich mit dem Hund aus? Den können wir mal baden. Cody hat einen Schulfreund mitgebracht. Wen hast du denn mitgebracht? Angelika Okuma. Ja, okay. Das können wir ja... Mit der können wir uns sicher beschäftigen, ne? So, was für Wünsche hast du denn zum College gehen? Handheld kaufen? Handy kaufen, Schlambada tanzen. Vielleicht nehmen wir dann die Violetta auch mit auf die Uni. Da müssen wir sie erstmal anrufen, ne? John Spitzel ist kein... Ja, es tut mir leid. Jetzt brauchen wir doch wieder Leute. Ach komm. Dann rufen wir mal den Spitzel und die Otto mal. Okay. Also wir müssen auf Arbeit. Ist das nicht toll? Ah, guck mal. Wir begrüßen unsere Mutti. Und der Hund begrüßt Kathi auch. Ja. Vielleicht sollten wir erst den Preis festlegen? Billig. So, dann machen wir mal Limonade. Und mal gucken, ob jemand vorbeikommt und was kaufen möchte. Uiuiuiui. Mal gucken, ob jemand was kaufen will. Ah, guck mal. Das ist doch toll. Wie viel kostet so ein Becher?
14, ne? Das geht ja auch. Ich hoffe, es schmeckt. Schmeckt das? Ey! Auf jeden Fall hat schon mal jemand... Was ist denn mit dir los, Hund? Stöckchen holen spielen? Ja, wenn jemand mit dir spielen möchte, dann kann ich gerne mal gucken, ob nicht Kathi mit dir spielen möchte. Weil der Cody, der verkauft ja so richtig viel Limonade. Der berühmteste Trickdieb der jüngeren Geschichte entzieht sich schon seit einigen Jahren mit raffinierten Tricks einer Verhaftung. Jetzt ist sein Fall auf Adams Schreibtisch gelandet. Der Chef weiß aus sicherer Quelle, dass der Dieb sich nur für einen Tag in der Stadt aufhalten wird. Ein ganzes Team unter Adams Leitung soll herausfinden, wo der Dieb als nächstes zuschlagen wird. Soll Adam seine Agenten zu früheren Opfern schicken, um ein Verhaltensmuster zu ermitteln, oder soll er seine Leute in der ganzen Stadt verteilen und so versuchen, alle möglichen Orte zu überprüfen? Eieiei. Vielleicht zu den Opfern? Oh Gott. Der Großteil der Agenten durchforstet alle Geschichten des Falls und befragt frühere Opfer. Es geht nur langsam voran und der Tag zieht sich dahin. Als Adam gegen Abend noch nichts vorzuweisen hat, verliert sein Chef die Geduld und zieht ihn... Na toll. Und einen Logikpunkt haben wir verloren. Das ist natürlich unangenehm. Hallo, Theo. So, du bist auch da. Und das Synchron-Begrüßungskomitee. Was, so spät? Ich muss... Und dann wird auch noch die Stücke schon geschmissen. Ey, die kommt ja schon wieder. Um die Jahrhundertwende kann Ansgar Landgrab, ein einfacher Schullehrer, plötzlich zu großem Reichtum und wurde zu einem der wohlhabendsten Landbesitzer der Gegend. Der Grund dafür wurde nie bekannt, auch wenn viele Theorien ein falsches Spiel vermuten. Das Ministerium für Abenteuer hat Lena nun damit beauftragt, den Fall ein für alle Mal aufzuklären. Nach aufwendigen Nachforschungen glaubt Lena, bei zwei Leuten die Lösung des Rätsels finden zu können. Harald Argus, der Buchhalter der Landgrabs, oder die ansässige Zigeunerin, die sich als Wahrsagerin verdingt. Wen soll Lena fragen? Manchmal ist das Beste, sein Glück in den Sternen zu suchen, eine Tatsache, die jede gute, wichtige Sinnpersönlichkeit wissen sollte. Lena vereinbart ein Treffen mit der Wahrsagerin. Als sie bei ihr eintrifft, ist sie tief in eine Kristallkugel versunken. Plötzlich fängt das Haus an zu wackeln und eine neblige Szene tut sich auf, in der Ansgar Landgrab und einige dunkle Gestalten zu sehen sind. So erfährt Lena die ganze Geschichte, bezahlt die Wahrsagerin und eilt nach Hause, um ihren Bericht zu schreiben. Das Ministerium ist beeindruckt von Lenas Mut, unbekannten Kräften zu vertrauen, und belohnt sie mit 300 Simoleons. Cool. Das Geschäft läuft sehr stockend. Vor allen Dingen, wenn immer nur einer ein Sim kommt, der ein und derselbe Sim, ne? Okay, ich denke mal, wir machen mal aufräumen, dann darf der Junge mal ein bisschen lass das Lama pennen. Und dann gucken wir mal, was bei dir so abgeht. Schieb, schieb. Was müssen wir denn eigentlich so noch? Was ist denn jetzt los? Achso.
Aber vielleicht gehst du vorher aufs Klo. Und dann hier schlafen und essen. Das ist nicht dein Bett. Und das ist auch nicht dein Bett, Mann. Was ist denn bei denen los? Also manchmal... du kannst ruhig aufstehen, Junge. Ich dachte, das machst du. Wir müssen mit dir ja noch Hausaufgaben machen, ne? Eieiei, ist das dein Stapel oder ist das ihr Stapel? Nee. Was ist jetzt los? Warum spielst du denn nicht? Jo! Ich weiß. Dann spiel doch mit Spielzeug. Was ist denn? Wann kommt denn Lena zurück? 21 Uhr. Vielleicht schaffst du es noch abzuheben, ne? Können wir ausstellen. Direkt wieder auflegen. Genau, so machen wir das. Dir fehlt ein bisschen Dings. Harndrang. Und dann kannst du auch aufs Klo gehen. Alle Lichter. Warum die dann trotzdem nicht ausgehen? Keine Ahnung. Das baut sehr viel Spaß auf. Du solltest lieber schlafen gehen. Und dann sollten wir so nach und nach deine Hausaufgaben mal machen. So. Der Adam, der ist noch wach. Das heißt, du gehst eigentlich auch schlafen. Und warum seid ihr jetzt wach? Oh. Ich habe vergessen, denen auch mal einen zweiten... Wir hatten doch mal hier einen, oder? Oder habe ich den tatsächlich vergessen? Dann hoffen wir halt, ja, Lena? Und dann spiele, du bist frei. Was machst du? Kathi ist auch wach. Nein, du musst jetzt nicht gucken. Weil du eigentlich aufs Klo musst, das kannst du Sommer machen. Und es schneit. Aber wir haben ja eh nur noch zwei Wintertage. Wow. Mal gucken, wann die sich mal hier oben dann mal hinsetzen wollen. Vielleicht nicht unbedingt in der Kälte, ja, das ist schon klar. Was hast du denn eigentlich für Wünsche? Du möchtest, dass Cody eine 1 bekommt, dass Lena ein Stipendium erhält. Lisa erhält, warum auch immer das wichtig ist, in Urlaub fahren, Computerspiel spielen und Geist sehen. Kann ich dir alles nicht so hundertprozentig geben? Außer, dass vielleicht Cody dann eine 1 schreiben wird oder so. Ja, das kann ich dir unter Umständen erfüllen. Musst du heute arbeiten? Ja. Musst du heute arbeiten? Auch du musst heute arbeiten. Wie wär's mit Duschen und Frühstück servieren? Dann könnte Kathi nämlich Computer spielen.
Hallo, da ist noch Platz. Los! Außerdem wollten wir auch mit Kathi noch ein bisschen trainieren, ne? So, was kommt denn als nächstes? Jemanden zum Aufräumen überreden, okay? Also Theo möchte ja gerne nochmal einen Team haben. Glühwürmchen fangen, Wanderung unternehmen, Schmetterling fangen, Verwandten sprechen. Haben wir da Verwandtschaft schon? Limonade verkaufen. Können wir natürlich auch machen mit dir, wenn du das gerne auch machen möchtest. Pünktchen komm her befehlen. Geschenk geben, mit Verwandten spielen, mit Verwandten sprechen. Was ist denn dein Problem? Warum bist du denn da? Ich will ja nichts sagen, Theo, aber blöd habe ich dir nicht beigebracht, ne? Wie kann man eigentlich nur... Oh Mann, was mache ich denn bloß mit euch? Geh mal bitte trainieren. So, wie sieht's aus in der Küche? Wir müssten unbedingt endlich mal wieder ein bisschen zaubern. Dass wir überhaupt mal zaubern. Wir könnten uns auch unseren Begleiter mal herzaubern. Dann bräuchten wir aber noch ein paar Katzenmöbel, ne? Ich denke mal, Cody wird jetzt keiner sein, der zur Uni geht, denke ich. Oder ich schicke ihn auch gleich mit, dann hätten wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Dann hätten wir die erste Generation, also die zweite Generation ja eigentlich, ne? Dann die auf die Uni geht und dann mal schauen, wie es dann weitergeht. Dann kannst du mal dein Bett machen. Ich werde auf jeden Fall, denke ich, warten, bis Cody dann kann er nicht in Badewanne spielen? So, dann kannst du ein bisschen duschen, essen. Du spielst schon Bass am frühen Morgen, das ist auch in Ordnung. Da geht jemand... Oh Gott. Ach so, du warst verschwitzt. Okay, das macht Sinn, dass jetzt deine Bedürfnisse so aussehen. So. Fahrgemeinschaft für Kathi. Warum isst du dann nicht, wenn du Hunger hast? Du könntest auch vielleicht mal duschen gehen. Ja, sie spielt da oben fleißig. So. Das heißt, die ersten gehen jetzt schon mal zur Arbeit. Musst du auch schon? Ja, natürlich musst du schon. Dann könntest du das ja hier säubern. Noch jemand, den ich vergessen habe?
Der Hund wird wieder beschäftigt, das ist auch in Ordnung. Du bist auf Arbeit. Bester Bobby. Vielleicht sollten wir dir auch mal sagen, dass du dir mal eine andere Alltagskleidung zulegen sollst. Nicht entspannen. Wie zum Beispiel das hier, das sieht auch flott aus. So. Bett machen. Eieiei, wie sieht's denn mit unserer... Da würde ich gerne mal Fähigkeiten prüfen. Ja, ich weiß, in einer Stunde. Ja, stimmt ja, da fehlten uns ja noch 4 Punkte. Weg der Erleuchtung lernen. Das können wir ja jetzt noch die paar Minütchen machen. So, Adam. Du musst unbedingt baden gehen, oder wie? Du musst heute Nachmittag weg. Oh Mann. Ich kann jetzt etwas Neues herstellen. Ich sollte mal in mein Zauberbuch sehen, um mehr darüber zu erfahren. Cool. Dass wir das noch vor der Arbeit geschafft haben. So, wie wär's, wenn du vielleicht noch den John Spitzel anrufst? Damit ihr euch nicht aus den Augen verliert. Wo ist er denn? John! Da. Nur plaudern. So, was stinkt hier? Oh Gott. Das müssen wir natürlich noch aufräumen, ne? Minuspunkte. Ein Kollege lädt Kathi zu einem wöchentlichen Pokerabend ein. Gehen. Kathis Kollegen sind heute nette Kerle und erweisen sich alle als gute Pokerspieler. Sie passt hervorragend in die Runde und es wird ein harter Kampf. Nach dem Spiel überreicht einer der Kollegen Kathi eine Mitgliedskarte zu einem geheimen Ort. Ja, ist das so. Oh, ich glaube, das gucken wir uns dann noch an. Und befördert, cool. Ja gut, da warst du ja schon eigentlich. Jetzt dürfen wir nur nicht schon wieder verkacken, ne? So auf die Art. Okay, Adam, wie lange möchtest du noch telefonieren? Okay, gut. Weil ich möchte unbedingt mit Kathi mal gucken, was das für ein Grundstück ist. Zwar sind wir nicht so gut drauf. Oh, das Futter stinkt auch. Das sollten wir vielleicht mal säubern. Ich glaube, das glänzt wieder, ne? Jetzt. Was ist jetzt los? Oh Gott, ich dachte schon, was ist jetzt schon wieder? Moment. Ich glaube, ich werde das Auto nehmen. Irgendwo hinfahren. Wir fahren natürlich alleine. Hobbys. Spitzenspiele, Downtown. Müsste das hier nicht eigentlich dann... Oder war das einfach nur... Eier bowlen wollten wir auch mal, ne? Oh Mann. Wegen unserem Hobby sollten wir auch mal. Aber okay, wenn das dann doch nicht das geheime Dings ist, dann... kannst du dir ruhig mal Reste schnappen? So, dann hoffe ich mal, dass der Junge hier... Ach, scheiße, der hat ja null Spaß. Lena hat einen Schulfreund kennengelernt. Mitgebracht. Cool. Dann unterhalten wir uns doch mit dir.
Mit dem René. Wo ist er denn? Wo ist denn der René hingelaufen? Hallo, René. Aber das, meine Lieben, mache ich in einer neuen Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.